in Shepherdstown, an eagle in a thermal is a circle and now. Was glaubst du, welche Rolle spielen Kooperationen überhaupt in unserer Region? Was könnte man verändern? Kooperationen sind natürlich ganz wichtig, weil wenn es mir gut geht, geht es die anderen natürlich auch gut. Wenn ich ein Geld habe als Einheimischer, dann kann ich auch in die Restaurants essen gehen. Umgekehrt, wenn ich als Bauer ein Geld verdiene für meine Produkte, kann ich das natürlich auch wieder in der Region ausgeben. Die Kooperationen sind nur ein bisschen zu kurz gelagert da in der Region, glaube ich. Es war viel Potenzial drin. Es ist halt wichtig, dass man jetzt die Möglichkeiten schafft, dass jeder verkaufen kann, dass jeder, der was einkaufen will, weiß, wo er es kriegt, und das ist ganz wichtig. Findest du, es gibt in unseren Supermärkten genug regionale Lebensmittel zu kaufen, oder würdest du noch mehr Produkte anbieten und welche? Ja, regional ist sehr dehnbar. Der Großhandel sagt zwar regional, aber wo diese Großhändler einkaufen, das sind ja österreichweit. Und irgendwo ist die Region immer regional. Wenn es aus der Steiermark kommt und in Tirol verkauft wird, ist es auch ein regionales Produkt, aber halt nicht aus unserer Region. Also für unsere Region ist es sicher noch anzustreben, dass man da noch mehr präsent ist und dass man vielleicht auch noch mehr in die Regale einbringt. Wie das zu lösen ist, das muss man in Arbeitskreisen erarbeiten, weil der Großhandel ist sicher eine Macht für sich. Was glaubst du, wird die Natur in unserer Region von den Einheimischen wertgeschätzt und welche Plätze sind für die Einheimischen deiner Meinung nach von großer Bedeutung, welche eher weniger? Also ich glaube ja, die Natur wird von den Einheimischen wertgeschätzt, jetzt vielleicht nicht tagtäglich, weil was man tagtäglich vor der Nase hat, wird dann irgendwann doch selbstverständlich, aber wenn sie es einmal bewusst reflektieren, dann sehr wohl. Ich glaube, die Einheimischen haben am liebsten die Gäste, die ein bisschen abseits der Massen sind und der Touristenströme, wo sie noch so ein bisschen unter sich sind und ihre Ruhe haben und die Natur in vollen Zügen genießen können. Hast du einen besonderen Ruheplatz in der Umgebung? Wenn ja, wo ist er und welche Bedeutung hat er für dich? Ja, ich habe einen ganz speziellen, wie viele andere auch, ist der Hintersteiner See in Schäffer. Da bin ich erstens aufgewachsen. Der hat für mich ganz spezielle Energie. Der hat eine eigene Energie. Und das ist mein Ruheplatz, den ich liebe. Was würdest du sagen, würdest du gerne ändern oder was gehört da vielleicht jetzt nicht so gut? Ich würde es vielleicht ändern, dass man ein bisschen mehr auf die Bürger eingeht und nicht nur immer alles macht, was die Gäste brauchen und wollen. Dass man einfach ein bisschen mehr miteinander und die Bürger da ein bisschen mehr integriert in das Ganze. Was zeichnet für dich die Region bei uns aus? Die Region Wilder Kaiser, Söllandl, für mich speziell natürlich Elmau, zeichnet aus, dass wir in einer von den schönsten Regionen, meiner Meinung nach sogar der ganzen Welt sind, dass wir in einer der sichersten Regionen in Europa sind und dass wir in einer Region sind, wo für mich die Menschen, die Leute am sympathischsten sind, weil wir am besten kommunizieren können. Tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. Oh no, take time, do what you're gonna do. Just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly.